Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Riftgate, hätte ich fast gesagt. Grim Dawn heißt das Spiel. Irgendwie macht mein Gehirn gerade so ein bisschen seltsame Dinge. Ich trinke erstmal einen Schluck von meinem Tee. Gut, dass der nicht inzwischen eiskalt ist. Ich habe hier seit der letzten Folge mal ein paar Schritte gemacht. Bin hier einfach mal kurz drei Meter gelaufen. Ein bisschen Weg zu ersparen. Und kiek mal da, wer steht denn hier rum? Die Leute sind auch neu, die kenne ich auch noch nicht. You travel a dangerous path, stranger. This is a solitary refuge is one of the few safe places left in Whitemire. If you plan to set out on the road again, perhaps there's a way that we could help one another. Ah ja, und wie? All the Slith are unnatural creatures and poison the land itself, so it seems only fitting that we should turn some of their wild magic against them. Their shamans carry bone necklaces, primitive things, but they carry primal power within them. Ach, okay, also der will quasi dieses Necklace haben, was wir schon gefunden haben, und dafür kriegen wir 100. 100 Iron? Das ist ein Scheiß. Oh, er macht uns aber auch einen magischen Ring. Ja, magischen Ring finde ich super. So, Amulett, das haben wir doch hier schon, ne? Können wir den jetzt nicht... Wie viele brauchen wir denn davon? Ist hier irgendwo, wo ist denn... Oh, da brauchen wir 3 von. Okay, ja, wäre auch zu schön gewesen. Nee, komm, Smalltalk kannst du hier schenken. Was gibt's denn hier beim Händler? Erstmal kann ich hier den ganzen Rotz verkaufen. Kriege ich hier Kohle für? Oh, so gut wie nix. 5 pro Stück. Mager. Wie sieht's denn hier mit Waffen aus? Oh, 13 bis 35 ist natürlich schon nice. 10 bis 39. 8 bis 34. 13 bis 35 ist natürlich schon nett, wobei das machen wir hiermit auch fast. Also das lohnt sich nicht so richtig. Nee, haut mich irgendwie alles nicht um. Da warten wir nochmal auf was Schickeres. Und ihr seht, die Questliste wird länger. Sammeln, suchen, schnetzeln. Es ist im Moment auch so der Großteil, woraus der erste Akt besteht. Wie gesagt, den zweiten habe ich selber noch nicht gesehen. Da bin ich auch mal gespannt, was uns da erwartet. So, aber mal ganz im Ernst, Whitemire ist doch gar nicht so groß. Wo soll denn dieser verkackte Bruder noch sein? Ich gehe jetzt mal ganz kurz zum Riftgate hier in Whitemire zurück. So, ist hier noch Whitemire? Ah, okay. Dann werfen wir doch hier nochmal einen Blick hin. Ah, da waren wir schon, okay. Ah, das ist natürlich auch ein bisschen blöd gelaufen. Die sind jetzt alle ein bisschen low level. Aber gut, ein bisschen XP gibt es ja trotzdem. Schadet ja nichts. Und vielleicht finden wir auch noch was. Zum Beispiel ein bisschen Scrap Metal. Da haben wir noch gar nichts wieder gefunden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das ganze Gekröse hierher. Bisschen Iron Bits. Ja, warum auch nicht? Das ist doch hier auch schon wieder. Hä? Also, ich steige hier nicht durch. Oh, Viecher. Und zwar nicht zu knapp. Gut, dass ich Heiltränke gefunden habe. Nämlich total vergessen, mir welche zu kaufen. Ne, schlägst du vielleicht nochmal zu? Hässliche Kartoffel. Unfassbar. Manchmal ist er echt schon so eine richtige Kartoffel. Steht er in der Mitte von Gegnern und ich klicke und klicke und klicke und das macht er auch. Ja, ich guck mal. Ist ja auch ganz hübsch hier, ne? Vielleicht gehört das hier auch alles einfach mit so Whitemire dazu und heißt nur anders. Ich gehe jetzt einfach... Guck mal, wen haben wir denn da? Miltenhardt, okay. Genau den haben wir ja gesucht. Der ist, wie ihr seht, groß und böse und unique und überhaupt nicht gut gelaunt. Was an den riesigen Ätherkristallen in seinem Enddarm liegen könnte.
ganz ehrlich, die sind scharf und pieksen und sondern auch die ganze Zeit so komische Sachen ab. Und er lässt Scrap Metal fallen, das ist doch nett. Und er lässt sein Amulett fallen, das können wir seiner Schwester geben. Dann sagt sie, oh, vielen Dank. Er ist zwar tot, aber hey, was soll's. Besseren Helm gefunden, nette Sache. Schild ist scheiße. Nochmal besseren Helm gefunden, auch gut. Das Ding ist magisch, verkaufen wir mal. So, dann... tja... nee, ganz ehrlich, dann gehen wir doch erstmal zur Schwester zurück und geben ihr dieses Amulett. Ja, und hier gleich in Tränen aufgelöst. You've returned. I see that you carry my brother's amulet. So, it is as I feared. Unfortunately, Milton was one of the dead. This is a lot to take in. Milton, I'm sorry, brother. Thank you, stranger. At least I can live knowing my brother is free of all this. Ja, okay. Und dafür kriegen wir Erfahrung und steigen im Level auf. Sweet. Ganz ehrlich, die Skillpunkte hebe ich mir jetzt mal auf. Weil wir ab Level 10 ja die zweite Mastery dazu bekommen. Und da hätte ich, glaube ich, ganz gerne ein paar Skillpunkte in Reserve. Da ich noch nicht genau weiß, was ich da veranstalten will, hätte ich dann doch lieber 2-3 Punkte mehr, um gegebenenfalls gleich schon mal ein Level 5 Skill anskillen zu können. Mit einem Punkt zumindest. Schadet ja nie. So, ich latsche jetzt einfach mal erstmal ganz kurz noch an die Seite. Irgendwo... ich überlege gerade, hier waren auch... irgendwo war ja in der Seite im Gemüse noch irgendein Typ mit einer Sidequest, aber ich glaube, den, ja, da gab es schon noch einen eindeutigeren Hinweis. Ich latsche jetzt einfach mal ein bisschen stumpf weiter in die nächste Region rein, wollen ja schließlich auch ein bisschen vorwärts kommen. Was bei diesem ganzen Sidequest-Gekröse gar nicht so einfach ist. Habe ich erwähnt, dass ich in der Stadt war und mir schon wieder keine Heiltränke gekauft habe? Ach ja, manchmal bin ich schon ein Krüppel. Was nehme ich das denn mit? Weg damit. So, hier ist ja auch schon mal wieder ein Portal. Jetzt sind wir... oh, Foggy Bank. Yay, spannend. So, sind hier noch mehr Schlangenviecher? Ich brauche hier noch mehr Amulette. Das sind alles keine Schamanen. Scheiße. Alles Krieger. Bin ich irgendwo so einen dämlichen Zauberer rumstehen? Ja. Oh. Vielleicht hätte ich da nicht so direkt reinrushen sollen. Lalala. Ich, Mensch, ich hab da noch Wurst im Auto. Ich, ne? Bis später, Jungs. Ach, das geht ja noch einigermaßen gut. Flächenschaden sei Dank. So. Ach, und der lässt nicht mal ein Amulett fallen. Und der auch nicht. Och Mann. Such ich mich doch dumm und albern nach. Aber schicken Rasen habt. Da noch irgendwo... ah ne, da laufen wir wieder zurück, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Okay, dann ist hier auf der Seite wohl nicht mehr so viel Spannendes. Gehen wir nochmal ein bisschen hier hin, aber hier wird wahrscheinlich auch nicht mehr... noch ein bisschen eine Größe. Okay, dann ist auf der Seite des Weges mal nicht so richtig viel zu holen. Den Crossbow lasse ich doch einfach mal liegen, der bringt eh nichts. Weder zum Angreifen noch an Kohle.
Ja, ach genau. This carnage looks recent. Hier in der Nähe war nämlich auch noch irgendwo ein Typ. Der steht aber in der Tat immer, glaube ich, ein bisschen woanders. Gucken wir mal. Der kann auch mal draußen stehen, mal in der Höhle, glaube ich. Wobei, vielleicht haben die das mit dem letzten Patch auch schon wieder geändert. Lassen wir uns mal überraschen. Ich sehe hier auf jeden Fall schon dieses kleine Augensymbol auf der Map. Da geht es irgendwo rein. Die Frage ist, wo? Ach Gott, Insekten. Echt jetzt? Na komm, wir haben sonst nichts zu tun. Gucken wir mal kurz in die Höhle rein. So riesig wird die schon nicht sein. Sind hier mal ein paar Level 10 Viecher, die ganz gut Schaden machen. Aber die dementsprechend auch so richtig viel XP geben die jetzt auch nicht. Aber nun gut, besser als nichts. Was triffst du jetzt auch mal? Keuchte sich erstmal ab. So, okay, irgendwie ist hier auch nichts Spannendes. Gedacht, das hat hier vielleicht noch mit irgendeiner Sidequest vielleicht ein bisschen was zu tun. Aber abgesehen davon, dass hier jede Menge Viechzeug rumeimert, ist das jetzt mal nicht so spektakulär. Ist doch irgendwie größer. Uah, was geht denn hier an? Doch etwas größer als erwartet. Alter, 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 wo kommen die ganzen Viecher her? Muss doch sparsam mit meinen Heiltränken sein. Macht man nicht so einen Alarm. Okay, ich könnte natürlich auch einfach nicht stumpf, ohne zu gucken, irgendwo reinlaufen. Könnte da auch viel helfen, aber ach. Völlig überbewertet. Spätestens seit Diablo 2 wissen wir, mit wenig Hitpoints in unerforschtes Gebiet rennen ist total clever. So, Level 10, sehr schön. Dann können wir jetzt nämlich die nächste Klasse auswählen. Und ja, der Soldier habe ich ja schon, ist auch, denke ich mal, relativ klar. Demolitionist, das ist hier so der Pyro, der sich halt hauptsächlich mit Schusswaffen auskennt. Und Fallen kann der auch noch, also so ein Elektro- und Feuerfallen kann der. Und Minen kann der legen und ja, Brandbomben werfen und also ein Gedönse. Also es ist mehr so der Schusswaffen und Fallen und Flammen und ein bisschen Elektrotyp. Sagt mir noch nicht ganz so zu. Der Okkultist, ich weiß es nicht, hatte ich Okkultist oder Nightblade? Eins von beiden, muss ich gleich mal gucken. Der Okkultist, ich glaube den Okkultisten, wobei ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher bin. Was macht das hier? Ach genau, der Okkultist kann halt, wie dieses Bild schon nahelegt, Kreaturen beschwören. Nämlich unter anderem so einen lustigen Hund, also so einen Höllenhund. So ein lustiges Auge, wie ihr gerade schon, also vorhin auch schon gesehen habt, so ein kleines schwebendes Auge. Und eine Krähe kann er auf jeden Fall. Und hat sonst, ach nee, das hier ist die Krähe, ne? Was ist das hier? Ach, das ist ein Fluch, genau. Der, warte, ist es das, was ich wollte? Nein, das ist nicht das, was ich wollte. Das verwechsle ich nämlich immer mit dem anderen Skill.
Genau, also der hat so ein bisschen düstere Magie, also hat noch den einen oder anderen Fluch, macht auch ein bisschen Giftschadengedönse. Und ja, also der geht halt mehr so in die Richtung. Also, ich meine, Okkultist ist ja nun, spricht ja auch für sich. Und Nightblade ist so ein bisschen der Rogue, Thief, Assassin, so in die Richtung. Und der hat hier nämlich diesen Skill, den ich ganz geil finde. Das ist nämlich eine Aura, die lerne ich auch gleich mal, die in 3 Meter, später auch mehr Meter Radius, unsere Gegner schwächt. Die verbraucht zwar permanent ein bisschen Energie, aber da wir mit Energie im Moment gar nicht so viel machen, also mit Mana, finde ich das völlig gerechtfertigt. Das senkt bei denen nämlich einfach mal die offensiven und defensiven Fähigkeiten und senkt den Widerstand gegen physischen Schaden. Das ist ziemlich super. Das müsste ich mal rausfinden. Ich meine, gut, so weit ist das Spiel noch nicht, aber wäre mal interessant zu wissen, ob es später Monster gibt, die gegen physischen Schaden immun sind und ob man mit dem Skill die Immunitäten piercen kann. Das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Genau. Die Erweiterung dazu ist auch noch ganz nett. Die lässt die Monster dann nochmal langsamer angreifen und macht auch nochmal weniger Widerstände gegen Pierce Damage. Das ist auch ganz nett, wobei Pierce Damage hauptsächlich, also kommt auf die Waffen drauf an, auch von einigen Nahkampfwaffen, ist aber hauptsächlich so ein Fernkampfwaffending und macht halt nochmal ein bisschen Schaden, ne, so nebenbei. Ach genau, mit dem können wir hier nämlich auch Dual Wielden und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich auf ein Schild verzichten will. Ich bin mir da echt noch nicht sicher. So, ab Level 5, nee, das ist hier so ein Hauptangriff-Ding. Da habe ich nicht so viel Bock drauf. Wobei, das ist außer, oder? Moment, jetzt muss ich ja mal gucken. Ach nee, 16 Energy Cost wird kein Hauptangriff sein. Legendary Technique. Ach so, okay, das sind einfach ein paar magische Klingen. Ja, überzeugt mich noch nicht. Ich brauche nochmal einen fetzigen Angriff für Rechtsklick. Also für die zweite Maustaste. Ja, was haben wir hier? Pneumatic Burst. Okay, das ist einfach. Ja, überzeugt mich auch nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Was macht denn Dual Wield später alles noch? Das macht auf jeden Fall mehr Pierce Damage, was ja ganz gut mit dem Ding hier später einhergehen würde. Das macht, auch noch natürlich mal, oh ja, ja, doch, ich will das auf jeden Fall, allein für den Flächenschaden will ich das. Nochmal mehr Pierce Damage. Jawohl, Chance auf 360 Grad Angriff. Ja, das klingt doch alles super. Okay, Poison Damage ist mir relativ egal. Aber das ist eh noch Zukunftsmusik. Aber dann stecke ich jetzt nochmal eben einen Punkt in Dual Wield. Setze hier noch einen Punkt rein. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, dass wir hier fast überhaupt kein Physik... Also doch, kriegen wir sogar. Ach, das ist sogar auch hauptsächlich Physik und Cunning. Dann habe ich mich gerade total verguckt. Entschuldigung. Fast Schwachsinn erzählt. Also es gleicht hier Physik und Cunning so ein bisschen an. Also ihr seht schon, wir kriegen minimal mehr bei Dings Cunning als bei Physik. Physik, wie auch. Ach, ihr wisst, was ich meine. Das gleicht so ein bisschen den Soldier hier wieder aus. Da haben wir ja deutlich mehr bei Physik als bei Cunning. Aber es ist ganz nett, dass wir bei Cunning eben auch noch einen kleinen Boost kriegen. Eben weil es ja auch unseren Nahkampfschaden mit verstärkt. So, und setze ich hier jetzt... Was macht er das doch gleich? Na, überzeugt mich noch nicht so ganz. Aber das ist so ein Ding, mehr Physik und mehr Health kann man immer mal was reinsetzen. Und ich glaube, den setze ich jetzt einfach nochmal hier in das Thermometer. Und dann können wir uns gleich mal... Gott, ich weiß gar nicht... Ich muss ernsthaft nochmal überlegen, ob Dual Wielding, abgesehen vom Flächenschaden, wirklich so wahnsinnig gut war. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Kann sein, dass man zumindest in der letzten Version damit sogar noch ein bisschen weniger Schaden gemacht hat, im Zweifelsfall. Aber ich gucke mir das gleich mal an. Erstmal haue ich hier noch die ganzen Krübel weg. Ach, und ich kann mal hier total, ne? Das Ding hier anmachen. So. Jawohl, direkt mal 132 Schaden reingesetzt. Ah, und noch ein Necklace gefunden. Sehr schön. Haben wir hier nicht noch
noch irgendwie einen Magier, der zufällig noch einen Necklace droppt, dann könnte ich die Quest noch diese Folge wenden. Das fände ich ganz nice. Aber ich befürchte... gucken wir mal. Auf jeden Fall gleich mal eine zweite Einhandwaffe. Und auf jeden Fall mehr Ruhe dafür. So, Schamane und... Nee, nix. Und Schamane und... zumindest ein Morningstar. Der Morningstar macht 6 bis 39. Packen wir den doch einfach mal hier mit rein. Ah, machen wir weniger DPS. Hm. Aber auch nur ein weniger. Ich guck mir das mal an. Das mache ich aber hauptsächlich in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn wir ja, weiter Richtung Norden ziehen und weiter Scrap Metal für die Pumpe suchen und weiter den Azubi suchen und weiter Necklaces suchen und weiter Rotting Soldiers suchen, um sie umzuhauen und ja, sehr suchreich dann hier doch irgendwie. Aber trotzdem so unterhaltsam. Also ich muss sagen, auch wenn die Quests im Moment nicht wahnsinnig spannend sind, vom Spielfluss her ist es trotzdem sehr schön. Und da es hier gerade sehr passend Nacht wird, wünsche ich euch auch noch einen angenehmen Tag, eine angenehme Nacht, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut rein und tschüss.